Hallihallo, meine Freunde. Heute zeige ich euch, was man alles benötigt, wenn man in eine Höhle geht, um Erze zu farmen. Von einem solchen Inventar wie diesem hier bis hin zu diesem hier, falls ihr noch nicht so weit seid. Viel Spaß mit dem Video. Jeder kennt es natürlich, das Problem, wenn man ganz am Anfang in einer neuen Welt startet, komplett ohne etwas zu haben und dann sich erstmal Erze erfarmen will, in die Höhle reingeht und in der Ecke ein Creeper steht, explodiert und man tot ist. Mit allem Stuff, den man dabei hatte, den man zum Beispiel bräuchte, um das Haus zu bauen. Darum zeige ich euch heute mal die meiner Meinung nach beste Ausrüstung, die man benötigt, beziehungsweise auch Sachen, die man definitiv benötigt, wenn man in eine Höhle gehen will, um sich Sachen zu ermeinen bzw. zu ergraben und natürlich auch Sachen, die man benötigt, wenn man Strip Mining Gänge baut. Also viel Spaß! Wenn ihr bereits fortgeschritten seid und euer erstes Eisen habt, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall eine Eisenrüstung mitzunehmen, sodass ihr vor Monstern besser geschützt seid. Ansonsten könnt ihr natürlich auch versuchen, ohne irgendwelches Equipment in die Höhle zu gehen. Aber dann muss man natürlich doppelt so vorsichtig mit Monstern sein. Auf jeden Fall dabei haben solltet ihr auch ein beliebiges Schwert. Ich habe jetzt ein Eisenschwert genommen, weil man Eisen meistens viel hat. Ihr könnt natürlich auch ein Dierschwert nehmen. Ich würde euch aber empfehlen, nicht mit einem Holzschwert, sondern definitiv mit einem Steinschwert zu gehen. Optional könnt ihr natürlich auch eine Axt nehmen, wenn ihr mit einer Axt besser kämpfen könnt. Die macht viel, viel mehr Schaden als ein Schwert. Jedoch hat sie auch einen langsameren Cooldown. Wie gesagt, ich bevorzuge lieber das Schwert. Außerdem würde ich euch raten, eine Schaufel mitzunehmen, falls ihr auf eine Kiesader oder Erde trefft, die euch den Weg versperrt. Und natürlich definitiv eine Spitzhacke, beziehungsweise, das ist jetzt nur ein Tipp, ihr könnt auch nur eine nehmen, wenn ihr länger unter der Erde bleiben wollt, ein paar Ersatzspitzhacken zum Mitnehmen, falls eine von denen kaputt geht. Damit seid ihr vom Werkzeug jetzt schon mal ganz gut gerüstet. Was fehlt jetzt natürlich noch? Nahrung. Das heißt, ihr nehmt euch Nahrung mit. Ich würde irgendetwas nehmen, was sehr viel Hunger stillt. Und ganz wichtig ist auch, einen Wassereimer mitzunehmen, falls man mal in eine brenzlige Situation kommt, zum Beispiel in Lavafeld. Kann man sich mit dem Wassereimer relativ gut retten, die Lava zu Obsidian erstarren lassen. Oder wenn man schon eine Diaspitzhacke hat und Obsidian abbauen möchte, kann man das Obsidian mit Lava und Wasser natürlich auch einfach erschaffen. Gerade wenn ihr in eine Höhle geht, würde ich euch raten, mindestens einen Stack an Building-Blöcken mitzunehmen und den auch immer im Inventar zu lassen, falls ihr euch mal vor Monstern retten müsst. Und einen Stack Holz, na gut, muss jetzt nicht ein Stack sein, aber auf jeden Fall genügend Holz, damit ihr euch im Notfall, falls eure Waffen kaputt gehen, eine Werkbank craften könnt oder falls ihr irgendwas Riskantes machen wollt, dass ihr euch die Koordinaten aufschreiben könnt, eine Kiste platzieren könnt mit euren wichtigen Sachen und diese dann später abholen könnt. Beziehungsweise, falls euch die Fackeln ausgehen, könnt ihr diese auch wieder craften. Dazu braucht ihr halt Kohle, aber das findet man unter der Erde meistens sehr viel. Wo ich gerade von Fackeln gesprochen habe, davon braucht ihr natürlich auch was. Ich nehme mir jetzt erstmal ein Stack mit und bei den Fackeln würde ich euch empfehlen, diese in die Offhand zu nehmen, weil man dann einfach langlaufen kann, Rechtsklick machen kann und diese dann super einfach platziert. Mein Essen habe ich jetzt einfach mal so auf der 9, das müsst ihr nicht so machen. Und das wäre jetzt eigentlich schon das Grundequipment, was man immer dabei haben sollte, wenn man in eine Höhle geht. Wollt ihr jetzt Strip Mining Gänge graben, dann ist dieses Equipment, so wie es jetzt ist, noch dasselbe. Aber jetzt komme ich erstmal noch zu weiteren optionalen Dingen, wenn ihr schon fortgeschrittener seid im Spiel, was ihr dann noch hinzufügen könnt zu eurem Equipment, was ihr in die Höhle mitnimmt, um das Ganze ein wenig leichter zu machen. Also bis gleich. Wie bereits gesagt, wenn ihr in eurem Spiel schon fortgeschritten seid, das heißt zum Beispiel schon eine volle Diamantrüstung habt, dann habe ich jetzt hier ein paar Tipps bzw. Sachen, wie ich es machen würde, was ich mitnehmen würde, wenn ich in die Höhle gehen würde. Zuerst einmal sagen wir haben eine wunderschöne Ender Chest, das heißt wir waren bereits im Nether, haben auch schon Obsidian. Falls wir eine Ender Chest haben, dann würde ich auf jeden Fall zwei Endertruhen mitnehmen oder einfach eine Endertruhe und ein paar Enderaugen, so gönne ich mir einfach mal einen Stack, sodass wir uns die jederzeit wieder craften können. Außerdem, wenn ihr
eine Dia-Rüstung habt, beziehungsweise falls ihr zwei Dia-Rüstung habt, einmal eure richtig gute, dann würde ich einfach die beste nehmen, denn in der Höhle ist halt der Moment, wo man am meisten Schutz braucht. Ein Dia-Schwert könnt ihr euch auch mitnehmen und einen Bogen würde ich euch nicht empfehlen mitzunehmen, wenn ihr natürlich mit einem Bogen viel besser kämpfen könnt als mit einem Schwert, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Allerdings finde ich es weniger nötig, weil man in einer Höhle eher auf kurze Distanzen kommt und da der Bogen nicht unbedingt so sinnvoll ist. Aber das ist meine Meinung und wenn ihr der Meinung seid, dass ein Bogen etwas bringt, dann nehmt euch das gerne mit. Ich würde auch in der Ender Chest, wenn ihr Ender Truhen mitnehmt, generell Backup-Rüstung reintun, denn die Rüstung geht sehr schnell kaputt. Wenn ihr natürlich Mending oder Reparatur auf eure Rüstung habt, müsst ihr euch darum nicht kümmern. Nun zur Sache mit den Spitzhacken. Meistens hat man ja zwei Spitzhacken. Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Mending und dann die eine mit Behutsamkeit und die andere mit Glück. Man würde sagen, okay, ich nehme die mit Glück mit. Aber, das ist jetzt mein Tipp, nehmt nicht die mit Glück mit, denn die mit Glück vermüllt euer Inventar. Ihr könnt weniger mitnehmen, wenn ihr Glück, beziehungsweise wenn ihr sehr lange meint und immer jedes Erz abbaut, dann wird durch die Kohle, die rauskommt, die wird ja verdrei- bis vervierfacht. Kann es sein, dass dann euer Inventar wirklich drei- bis viermal so schnell voll wird. Darum, sofern ihr habt, immer eure Glücksspitzhacke in der Energy-Chest lassen oder halt bei euch zu Hause und die Behutsamkeitsspitzhacke mitnehmen. Dann ist es auch nicht so ärgerlich, wenn ihr es verliert, denn mit der Glücksspitzhacke, ja, ich würde Glück schon als wertvoller oder sinnvoller einstufen, als... Lol, was ist das für ein Plus? Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, okay, wieder zurück zum Thema. Ich würde Glück als effizienter oder sinnvoller einstufen als Behutsamkeit. Die nächste Sache, was ich mitnehmen würde, wenn ihr wirklich schon sehr weit seid, sind solche Schalkerkisten. Diese sind auch nicht so kompliziert zu craften. Ihr braucht dazu diese Schalkerteile, diese Schalkerscherben, die droppen die Schalkers am Ende und dann müsst ihr die um eine Kiste anordnen und dann habt ihr die. Davon würde ich auf jeden Fall einige mitnehmen, denn wer diese nicht kennt, dazu muss ich dann in den Überlebensmodus gehen, um das nochmal zu demonstrieren. Diese kann man platzieren, dann kann man da Sachen hineinlegen. Ich nehme jetzt zum Beispiel meinen Stack Fackeln und wenn man diese dann wieder abbaut im Überlebensmodus, achso, cool, auch im Creative Modus, dann seht ihr, hier drin sind jetzt die Fackeln gespeichert. Platziert man die nun wieder, sind die Fackeln da immer noch drinne. Somit könnt ihr also euer ganzes Eisen oder sowas nehmen. Und ihr könnt diese Fackeln natürlich auch umbenennen. Das heißt, ich sage jetzt hier Eisenkiste. Und in diese Kiste wird jetzt halt das ganze Eisen reingelegt. Jetzt könnte ich da auch noch ein bisschen mit den Farben spielen. Das heißt, ich kann sagen, okay, das hier ist jetzt die Goldkiste. Und dann mache ich eine Dia-Kiste. Und mit diesen Kisten kann man generell sehr gut arbeiten, wie ich finde. Das heißt, man kann dann sein Inventar so aufbauen, dass man hier zwei Kisten für Koppel hat, dann Eisen, Gold, Dia, Kohle oder so etwas und hat dann auch genügend Platz im Inventar für anderweitige Sachen. Die jetzt folgenden Sachen sind auch nur optional, die müssen nicht mit dazu sein, das sind halt nur Sachen, die teilweise praktisch sein könnten. Das wären einerseits ein Kompass und eine Uhr, damit ihr, wenn ihr wieder zurück an die Oberfläche wollt, seht, ob Tag oder Nacht ist. Wenn ihr jetzt natürlich super Equip habt, dann kann euch das egal sein und dass ihr wieder zurück zu eurem Spawnpunkt findet. Außerdem könnt ihr euch den, wenn ihr keinen Kompass machen wollt, einfach eure Spawn-Koordinaten aufschreiben. So, dann fertig und wenn ihr jetzt reinguckt, seht ihr, wo euer Spawn ist. Das könnt ihr noch mitnehmen. Ebenfalls praktisch, denke ich, sind Tränke der Feuerresistenz, falls ihr mal durch einen Lavasee schwimmen wollt, weil da unten Diamanten sind oder sowas. Dann können diese auch sehr hilfreich sein. So, das waren jetzt diese grundlegenden Sachen, von denen ich denke, dass sie sehr nützlich sind. Das ist jetzt natürlich das Inventar, was man verwenden würde, wenn man extrem weit fortgeschritten ist, auch schon im Ende war, den Enderdrachen besiegt hat, im Nether war und alles möglich gemacht hat. Beziehungsweise, wie ich vorhin schon gezeigt habe, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die man verwenden kann, wenn man noch nicht so weit gekommen ist. Und jetzt zeige ich euch mal, wie sich das so bewährt. Also wir sind jetzt nun in dieser Höhle darin und ihr seht, hier kommt bereits der erste Zombie an. Der ist tot und da haben wir unseren ersten Enderman.
für die Endermans auch nochmal ein kleiner Tipp, wer das nicht kennt, baut so einen zwei Block hohe Mauer um euch, über euch, und dann kann der Enderman nicht zu euch, wenn er wütend auf euch ist. Das ist eine ziemlich gute Taktik, denn so kann der Enderman euch nicht angreifen und ihr könnt trotzdem den Enderman angreifen. So, da haben wir schon unseren ersten Creeper. Das wäre jetzt ein Moment, wo der Bogen ziemlich praktisch ist. Oh, lol. Was für ein Glück. Wir haben einen Zombie-Spawner gefunden. GG, das ist natürlich praktisch. Den könntet ihr jetzt wunderschön plündern. Und jetzt seht ihr, okay, wir haben Hunger. Das heißt, was essen. Und ihr seht, dass in dem Inventar ist alles dabei, was man braucht. Und jetzt seht ihr so, Kohle kann ich mitnehmen. Das heißt, ihr baut diese Kohle ab. Und wenn ihr einfach nur Fackeln braucht, dann verwendet ihr eure Ersatzspitzhacke. Dann könnt ihr euch neue Fackeln craften und ansonsten wird eure Kohle nicht wird euer Inventar nicht vermüllt. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich möchte meine Glücksspitzhacke haben, holt ihr die natürlich raus, dann könnt ihr die Kohle abbauen, aber ihr seht, wir haben jetzt in drei Kohleerzen, die wir mit der Glücksspitzhacke abgebaut haben, zwei Inventarplätze mehr verwendet als, wie viel haben wir dann eigentlich mit dem anderen abgebaut? Ich glaube fünf. Also fünf Kohleerze abgebaut mit der Behutsamkeitsspitzhacke. Also die Behutsamkeitsspitzhacke ist schon ziemlich stark. So, jetzt kann ich euch das mit dem Enderman nochmal zeigen. Ihr geht hier in so einen zwei Block hohen Raum und dann kann er euch hier nicht mehr angreifen. Okay, ja, mich kann er halt schon angreifen. GG. Mit dem Schwert könnt ihr auch ganz easy lang rennen. Müsst ihr euch keine Sorgen Monster machen und einfach überall die Fackeln hinplatzieren. So, das wäre jetzt so meine Möglichkeit, wie ich die Sachen mitnehmen würde, wenn ich in eine Höhle gehe. Ich nehme meistens jetzt nicht diese ganz wertvollen Sachen mit und belasse es dann lieber bei solchen einfachen Sachen, wie zum Beispiel, ja, irgendwie einfach mal nur, ja gut, wir haben halt kein Gold gesammelt, egal, wie einfach nur Eisenschwert, eine gute Spitzhacke, Rüstung, Fackeln, Essen und Wassereimer. Das ist so das, was ich nehme. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ihr wisst jetzt, was man mitnehmen sollte, wenn man in so eine Höhle reingeht und sich ein paar Rohstoffe besorgen will. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.